Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die aktuelle Ausgabe unseres MacPom-Weit-Magazins berichtet in gewohnter Weise über Einsatz und Wirkung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE. Dass regionale Entwicklung auch abseits der Wirtschaft gilt, zeigen unsere drei Beiträge, allesamt aus dem Themenspektrum Kultur und Stadtentwicklung. Beginnen wollen wir in Neustrelitz. €750.000 investiert die Stadt Neustrelitz in die Sanierung der Schlosskirche nebst Umfeld. €520.000 gewährt das Land als Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Aktuell laufen die Restaurierungsarbeiten an der Westfassade. Hier besonders im Fokus die Evangelisten Lukas, Johannes, Markus und Matthäus. Vier Figuren aus Terrakotta, 1859 vom Bildhauer Albert Wolf erschaffen. Die Arbeitsgemeinschaft Dömling und Wardak hat für diesen Teil der Restaurierungsmaßnahmen den Auftrag erhalten. Seit Februar sind David Wardak und Tina Dömling mit Unterbrechungen vor Ort, um Schäden aufzunehmen und zu beheben, Figuren und Schmuckornamente von Schmutz zu befreien. Der Zustand der Evangelisten ist im Großen und Ganzen gut. Wir haben die Reinigung der Oberflächen durchgeführt. Die waren stark verschmutzt und hatten mikrobiellen Bewuchs und Vogelkotverschmutzung. Wir haben viele Risse, die geschlossen werden müssen, und die Verankerung zur Rückwand muss saniert werden. Besonderes Augenmerk liegt hier auf den Figuren von Lukas und Johannes. Sie sind über einen Eisenanker mit der Fassade verbunden. Die Korrosion des Eisens hat ein Loch in die innenhohlen Terrakottakörper gesprengt. Hier gilt es, eine neue Mörtelplombe aufzusetzen. Auch an anderen Stellen haben sich Löcher und Risse ergeben. Regenwasser droht einzudringen. 2006 wurden erstmals an Teilen der Figuren Schadstellen ausgebessert. Nun ergibt sich dank der Unterstützung durch Fördermittel die Möglichkeit, die gesamte Fassade zu sanieren. In der nächsten Restaurierungsphase werden die Metallelemente vor Korrosion geschützt und Fugen ausgebessert, später dann schadhafte oder fehlende Teile durch neue ersetzt. Wir haben viele Fehlstellen an den Baldachinen, die durch herabfallende Teile passiert sind. Und wir haben in Gesprächen mit der Denkmalpflege und dem Auftraggeber beschlossen, dass die Teile in Ersatzmaterial, im Originalersatzmaterial neu gemacht werden. Heißt, sie werden in Terrakotta nachgefertigt und wir passen dann die einzelnen Neuteile an die Fehlstellen an, sodass am Ende das Bild von Baldachinen und Evangelisten wieder vervollständigt ist. Zunächst aber folgen weitere Reinigungsmaßnahmen. Ihre ursprüngliche Farbgebung werden die Terrakotta-Bestandteile allerdings nie ganz zurückerlangen. Zu sehr haben Wind, Wetter und andere Umwelteinflüsse auf sie eingewirkt. Schmutz vergangener Jahrhunderte, der den alten Figuren Charakter und Geschichte gibt. Charakter und Geschichte hat auch ein zentral in Parchim gelegenes Gebäude. Eine alte Wassermühle verarbeitete einst Getreide und soll jetzt neues, ganz anderes Leben eingehaucht bekommen. Grünes Licht für die Kulturmühle in Parchim. Die politischen Gremien in Stadt und Kreis haben Zustimmung signalisiert. Die Landesregierung hat auf einer Kabinettssitzung am 3. Juni ihren Teil der Unterstützung fest zugesagt. Insgesamt 40 Millionen kostet der aufwendige Umbau der Industriemühle. Das Kinder- und Jugendtheater des Mecklenburgischen Staatstheaters, die plattdeutsche Fritz-Reuter-Bühne und das Stadtmuseum sollen hier eine neue Heimat finden. Es wird touristisch sicher etwas
für Parchim voranbringen. Und wenn Sie sich das angucken, ist natürlich auch ein städtebauliches, relevantes Gebäude, was wir hier wirklich im Herzen der Stadt sanieren und einer neuen Nutzung zuführen. Also ich bin hellauf begeistert, immer noch, und werde es hoffentlich nach Fertigstellung umso mehr sein. 2014 wurde die Hauptbühne des Parchimer Theaters wegen Baufälligkeit geschlossen. Eine Sanierung des alten Baukörpers war nicht mehr möglich. Schnell war die Idee von einem neuen Kulturquartier in der ehemaligen Industriemühle an der Elde gefasst. Dann kamen langwierige Planungen und die Fusion des Parchimer und Schweriner Theaters zum Mecklenburgischen Staatstheater. Das Projekt schien in Gefahr. Steigende Baukosten trugen zur Unsicherheit bei. Doch Stadt, Kreis und Land hielten sich an ihre Zusagen. Auch europäische Fördergelder konnten aufgerufen werden. Das muss man auch bewusst den Leuten hier auch bewusst machen, dass es auch gelebte Europapolitik ist, dass wir hier ein Stück weit Entwicklung hinbekommen vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Europas. Ich finde das total toll. Ein großer Teil der notwendigen Finanzmittel des Landes stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE. Die Kulturmühle Parchim ist ein gutes Beispiel, wie diese Gelder auch für weiche Standortfaktoren sinnvoll eingesetzt werden. Die Kreisstadt an der Elde und die gesamte Region werden langfristig von der Kulturmühle profitieren. Auch in unserem letzten Beitrag in diesem Magazin geht es um ein kulturelles Erbe. Ein in grauer Vorzeit angelegter, artenreicher Park in Pasewalk, der aktuell aufwendig reaktiviert wird. Es ist grün geworden im Pasewalker Krügerpark. Das üppige Vegetationswachstum bringt die Bemühungen der letzten Monate nun vollständig zur Geltung. Unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung begann im Oktober 2019 die Wiedergestaltung des historischen Areals. Jahrzehntelang hatte die Natur Zeit, um ihr Terrain zurückzugewinnen. Viele Bürger nahmen diesen Teil Pasewalks eher als Waldstück, denn als Parkanlage wahr. Jetzt ist ein altes Naherholungsgebiet wieder auferstanden, kann auf frisch sanierten Pfaden erkundet werden. Das Hauptaugenmerk lag darin, dass wieder eine Wegestruktur zu erkennen war. Das musste der ganze Wildwuchs, der sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hatte, entfernt werden. Es mussten die Bäume, die dann schon abgestorben waren, entfernt werden. Und ja, was man im Hintergrund auch sehen kann, der kleine Teich, der hier mal angelegt war, war total zugewachsen und verschlammt. Und der wurde grundsätzlich freigelegt und jetzt ist wieder dann zu erkennen. Der Teich und auch die Brücke, die damals aus altem Holz hergestellt war, die natürlich dann auch über die Jahrzehnte vermodert war, dass die wieder neu hergestellt wurde. Der Krügerpark geht auf eine großzügige Spende zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts ließ der Kommerzienrat Emil Johann Christian Krüger den bestehenden Bürgerpark auf eigenen Kosten um zusätzliche Hektar erweitern. Der später nach ihm benannte Teil des Parks bestach vor allem durch seinen Artenreichtum. Viele verschiedene Baumarten säumten die verschlungenen Wege, der Großteil blieb erhalten, Verluste wurden nachgepflanzt. Ja, bei den Arbeiten wurde darauf geachtet, dass erstmal die Baumstruktur, die alte, wieder zu erkennen war, weil Herr Krüger, der damals den Park anlegen lassen, da waren die Bäume ja alle noch klein. Die sind mittlerweile auch teilweise 150 Jahre dann alt. Die sollte man weiter erkennen und hat aber auch darauf geachtet, dass man ganz viele verschiedene Baumsorten und auch Straucharten wieder hier mit anpflanzt, dass man zu jeder Jahreszeit ein unterschiedliches Farbspiel hat in der Rinde oder auch in den Blättern. Und darauf wurde besonders viel Wert gelegt, dass eine Artenvielfalt hier wieder gegeben ist. Inzwischen haben viele Pasewalker den altehrwürdigen Park wieder für sich entdeckt. Schattige Wege laden zum Spazierengehen ein, die wieder zugänglich gewordenen Wasserstellen haben ebenso das Interesse geweckt. Stümpfe kranker oder abgestorbener Bäume blieben stehen, sollen in ihrem Holz Vögeln und Insekten eine Heimat bieten. Neben Bäumen wurde auch das Buschwerk aufgestockt, wuchernde Natur gab es hier schon vorher, jetzt aber ist dieser Teil Pasewalks auch wieder erlebbar geworden. Wir sind ja eine grüne Stadt. Wir haben ja viele Ecken, wo viel Grün noch vorhanden ist. Und das ist jetzt so auch ein Teil davon, dass das wiederhergestellt ist. Und hier kann man es eben genießen, dass wir eben eine Kleinstadt sind, die von viel Natur umgeben ist und jetzt auch wieder schön hergestellt ist. Als letzter Akt soll die Aufstellung von Infotafeln folgen.
So kann man hier zukünftig beim Spazierengehen mehr von der Geschichte des Parks und seines großzügigen Schöpfers erfahren. Falls es die Situation in Zeiten der Pandemie zulässt, könnte der Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Sommer durch einen offiziellen Festakt nochmal eine Würdigung erfahren. Und das waren sie auch schon, unsere ausnahmsweise durchweg wirtschaftsfernen Beiträge dieser Ausgabe 577 unseres Magazins. Mehr Beiträge zu anderen Themen sehen Sie dann im nächsten Wirtschaftsfenster MV.